Hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video, heute aus Willingen zum zweiten AXS Downhill Cup. Wir starten wie immer mit dem Trackwalk, man sieht, die Lippen wurden neu geshaped, die Sprünge sind dadurch deutlich größer geworden. Hier ist der erste kleine Schlenker in der Strecke. Ich persönlich bin kein so großer Fan, wenn die Gerade in Willingen gleich am Anfang schon so einen kleinen Schlenker hat, aber nun gut. Später hat sich herausgestellt, dass das gar kein so großes Problem werden sollte. Die Nesca-Kurve von letztem Jahr ist auch wieder mit drin. Definitiv einer meiner Lieblingsstellen auf der Strecke. Dieses Jahr fahren wir links am Steinfeld vorbei. Ich glaube, letztes Jahr sind wir ja rechts über das Steinfeld gefahren. Eine kleine Veränderung, aber jetzt auch nichts Wildes. Guck mal, unser Trade-Off ist da. Hier eine interessante neue Stelle. Jetzt fahren wir hier so ein komisches Steilstück neben so Baumstümpfen entlang. Sah in Real Life auf jeden Fall erstmal ziemlich sketchy aus. Wird auf jeden Fall noch interessant, wie sich das ausfährt. Ja, in der altbekannten Line-Section hier in Willingen hat sich wenig getan. Ist eigentlich alles wie im letzten Jahr. Nur danach, hier hatten wir so kleine Veränderungen. Die Strecke wurde minimal anders abgesteckt. Wir fahren jetzt quasi links entlang statt rechts in dieser Bobbahn und dann quasi zum späteren Zeitpunkt auf die Bobbahn hinzu. Nach dem Roadgap hier haben sie die Kurve stark verschmälert. Ich bin mir nicht sicher, ob es letztes Jahr auch schon so war. Sah im ersten Moment sehr unangenehm aus, einfach weil es eine sehr flache Kurve ist. Und das Teletubby-Land zum Schluss haben sie deutlich sicherer gemacht in meinen Augen. Es ist jetzt sehr viel angenehmer zu fahren, weil man hat die spitzen Sprünge rausgenommen. So hat man jetzt nicht das Problem, dass man eventuell auf einen Absprung springt oder so, wie das die letzten Jahre der Fall war. Die erste Abfahrt am Freitag. Ich brauche in Willingen immer was länger, um mich einzufahren. Hab mich hier auch erstmal fast umgebracht. Die ganzen blinden Sprünge hier, obwohl ich sie ja mittlerweile ganz gut kenne, ich glaube, es ist das dritte oder sogar schon vierte Jahr, dass ich hier ein Rennen fahre. Aber ich brauche einfach immer mindestens zwei, drei Abfahrten, bevor ich mich hier traue, über diese ganzen blinden Absätze ohne zu bremsen drüber zu fahren. Und es ist ja auch jedes Jahr mal ein bisschen anders abgesteckt und dahingehend ist es auch, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich das genau anzuschauen, bevor man da halsbrecherisch runterfährt. Denn da kann auch schon viel drauf passieren. Hier erstmal die sehr, sehr sichere Outside-Line genommen. Bevor wir dann in dieses neue Stück hier kommen und hört mal hin. Ich setze volle Möhre mit meinem Bashcard auf. Haben, glaube ich, an dem Wochenende sehr, sehr, sehr viele Fahrer gemacht. Aber nun gut. Hier dieser Absatz, ich dachte ehrlich gesagt, dass er sich mehr zerfahren würde. Dass dort durch das ganze Gebremse der Absatz vielleicht sogar komplett verschwindet, aber er hat sich wacker gehalten. Ich glaube, der blieb auch über das ganze Wochenende bestehen. Ja, hier bei den nächsten Abfahrten schon ein bisschen mehr Speed auf den Sprüngen. Man sieht's, ist aber auch ziemlich windig, also muss man aufpassen, dass man dort nicht irgendwie von A nach B weggeweht wird. Und hier nach wie vor auf dieser langsamen Outside-Line. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, weil es ist eigentlich klar gewesen, dass die linke Line schneller ist, wenn man sie zumindest gut fährt. Da habe ich mich erstmal komplett vertan. Alter! Anschließend hatten wir eine sehr lange Red Flag Phase, leider. Lässt sich manchmal nicht verhindern auf Downhill-Rennen. Wo wir nochmal die Chance hatten, diese Linien hier zu inspizieren. Okay. Und ich hatte mich ja die ganze Zeit entschieden, außenrum zu fahren, weil es einfach eine sehr sichere Linie war mit viel Support. Man konnte da halt sehr schnell lang fahren. Ach, da bist du ja. Aber ich muss sagen, im Nachhinein war das schon ein Fehler. Also man hätte diese obere Line nehmen sollen, die ich jetzt hier gerade auch zeige. Nur sah es zumindest in Real Life so aus, dass es einfach zu wenig Support ist, um da wirklich lang zu brettern hier an dieser Stelle. Und es hat sich auch nicht wirklich was reingefahren. Aber letztendlich wäre es möglich gewesen. Ja, nach der Red Flag dann kam der große Regen. Und die Strecke war überraschend trocken, muss man sagen. Dafür, dass es wirklich, also es hat wirklich heftig geregnet. Eigentlich ähnlich wie in Winterberg, aber in Willingen ist der Boden etwas anders. Es ist so ein steiniger Boden, wodurch sich die Streckenverhältnisse tatsächlich gar nicht so stark verändern. Also es gibt so ein paar Stellen, da wird es natürlich schon matschig. Aber ihr seht, im Großen und Ganzen kann man hier noch ganz gut fahren. Das hat die Sache eigentlich ganz angenehm gemacht.
Willingen ist sowieso immer so eine sehr rutschige Strecke, wenn es immer so ein bisschen feucht ist. Also ist ganz angenehm, wenn es ein bisschen mehr feucht ist, dann wird sie teilweise weniger rutschig. Aber nun gut, hier im Wald natürlich ein bisschen mehr Matsch. Man fühlt sich auch wahnsinnig langsam bei dem Wetter. Ja, ist auf jeden Fall keine Glanzleistung hier. Jetzt zahlt sich natürlich so eine Supportline außenrum schon aus bei so einem Wetter, dadurch, dass man einfach sowieso nicht so viel Grip hat. Und ich glaube, wenn das Wetter so geblieben wäre, wären die Linien, die ich genommen habe, auch echt in Ordnung gewesen. Nur ist es weiterhin abgetrocknet. Also das war jetzt der Ding, den wir dann Freitag hatten. Und Samstag, Sonntag war dann wirklich gutes Wetter, viel Wind leider, aber sehr sonnig. Und die Strecke ist halt sehr stark abgetrocknet. Hier sieht man es auch noch. Ich fahre da jetzt hier außenrum die Line. Viel Support. Auch nicht langsam oder so, aber es ist halt einfach ein viel längerer Weg, den ich da zurücklegen muss. Ja, hier in die Bobbahn. Hier war es tatsächlich mal ein bisschen matschiger. Aber alles im Rahmen. Nicht vergleichbar mit Winterberg. Die Wiesenkurven wurden natürlich jetzt besonders lustig. Einfach weil es, naja, es gab hier eine Rut. Das war es dann aber auch schon. Ansonsten war man auf sich allein gestellt. Ich hatte auch nicht die besten Reifen an dem Tag. Also ich war zu faul, die Matschreifen mir rauszukramen. Bin jetzt einfach mit den trockenen Reifen gefahren. Ich glaube, es war die letzte halbe Stunde Training oder so. Hätte ich jetzt keinen Bock mehr noch zu wechseln. Ich wusste ja auch, es wird eh trocken morgen. Also blieb ich jetzt einfach mal gerade auf den Reifen. Und man sieht, es ist deutlich sicherer als letztes Jahr. Die Sprünge sind nicht ganz so spitz und vor allem nicht so dicht aufeinander folgen. Das verhindert natürlich schwere Unfälle, wenn die Strecke irgendwie am Renntag schneller wird und Leute vielleicht noch bei Nässe morgens die Strecke abfahren. Gerade auch in der Amateurklasse, aber ich will mich da gar nicht freisprechen. Ist mir ja auch passiert vor 2 Jahren, dass man da irgendwie auf so einen Absprung springt und sich dann dort verletzt. Am Samstag kam dann die Sonne raus und die Strecke ist, wie ich es bereits gesagt hatte, massiv abgetrocknet. Also der ganze Matsch war Sonntagabend schon verschwunden und Sonntag sowieso. Und allerspätestens jetzt hätte mir auffallen sollen, dass meine, ich nenne sie jetzt mal Support Lines, also meistens außenrum die längere Strecke, nicht besonders gut sind. Vor allen Dingen, wenn jetzt halt, ich sag mal, diese Off-Camera-Linien viel besser und schneller zu fahren sind. Ich versuche es zwar hier, aber ich committe halt zum Beispiel nicht. In dieser einen Stelle hier über den Straßengraben hätte ich halt einfach springen müssen. Stattdessen lupfe ich da so komisch drüber. Und hier teste ich die Inside-Line mal an, aber halt auch nur so halbherzig. Also ich bin letztendlich außenrum gefahren. Das ist jetzt hier nur so eine Testrun, den ich mal gemacht habe. Und das reicht halt einfach nicht. Das ärgert mich jetzt auch im Nachhinein total, weil das waren halt einfach echt keine guten, schnellen Linien, die ich da gewählt habe. Und am Sonntag habe ich gar nicht gefilmt, weil ich meine SD-Karte vergessen habe. Ich werde jetzt also meinen Pre-Seeding-Run hier einmal kommentieren, als wäre es meine Racing-Abfahrt. Wir hatten sehr, sehr viel Wind am Sonntag. Das heißt, hier über die Sprünge war es schon, ich sag mal, schwierig zu kommen. Also man hat ein bisschen gepokert, bin aber ganz gut rübergekommen. Hier unten geblieben. Konnte überall gut Schwung mitnehmen. Das Problem ist nur, die Strecke ist halt sehr, sehr stark abgetrocknet. Und dahingehend halt sehr viel schneller geworden. Und ich hatte halt echt ein bisschen Probleme, quasi meinen Speed zu finden. Also ich bin einfach zu safe gefahren für das, was die Strecke hergegeben hat. Man hätte sie viel schneller fahren können. Ich hatte einfach Probleme, so mich da anzupassen und quasi das Limit zu finden, weil es halt im Training schlicht und ergreifend rutschiger und langsamer war und ich mich halt quasi während meines Runs nicht so richtig darauf anpassen konnte. Hier dann über den Straßengraben habe ich mich dann auch noch fast gemault, weil ich ein bisschen zu schnell hier reingepaced bin und es halt nicht komplett springe, sondern immer nur so einen Lupfer mache. Ja, und das war halt alles einfach nicht schön gefahren von mir. Hier rechts an den Schlaglöchern vorbei. Ab hier ging es tatsächlich ganz gut, also hier war ich ganz zufrieden mit meinem Run. Bin hier ganz gut durch diese Sektion gekommen. Auch hier sauber durchgelupft, hab mich jetzt hier nicht raushebeln lassen oder so. Aber auch hier, ne, da bin ich halt wieder außen rum gefahren, statt halt, ja, die schnellere Line links oder zumindest mindestens ebenso schnell. Hier dann durch diese fetten Schlaglöcher gut locker auf dem Rad gesessen, habe ich auch gut weggenommen. Also alles in allem jetzt kein vielleicht wahnsinnig schlechter Run, aber in Kombination mit dem einfach nicht genug gepusht und halt auch noch keine guten Linien irgendwo. Insgesamt einfach eine Zeit, mit der ich nicht zufrieden war.
Was mich jetzt halt im Nachhinein auch wirklich ärgert, also ich bin, glaube ich, noch nie mit einem Downhill Run so unzufrieden gewesen wie mit dem in Willingen. Hier bei die Wiese, ja, solide durchgefahren, aber auch da bin ich mir sicher, da hätte man vielleicht auch noch minimal mehr pushen können. Hier ins Teletubbyland im Entrance bin ich sehr, sehr gut in die Rut gekommen. Also das war schon, würde ich persönlich sagen, ganz gut. Viel Schwung mitgenommen, sodass ich hier dann auch gut über diese Sprünge gekommen bin, die ja noch so leicht durchnässt waren und ein bisschen durchweicht waren, also nicht 100% schnell. Aber alles in allem wäre da schon mehr gegangen. Ja, hier Exit vom Teletubbyland ist auch immer sehr schwierig, da ob man da jetzt abzieht, wegdrückt oder so. Es ist gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Ich habe meistens immer ein bisschen weggedrückt, aber habe mich nicht wirklich committed zu einem von beiden. Jetzt hier die letzten Meter nochmal ins Ziel und es hat dann am Ende halt leider nur für P30 gereicht. Wie gesagt, ich war sehr enttäuscht von diesem Run, muss ich ehrlich sagen, aber auch nicht unbedingt vom Run selbst, sondern auch vom Wochenende, dass ich halt so viel Zeit auf irgendwelchen Linien verbracht habe, die letztendlich nicht race-relevant waren, und das hätte man auch wissen können. Ja, das Wetter wurde besser und es wurde auch besser angesagt. Man hätte sich halt viel schneller konzentrieren müssen, diese Drylines sich rauszusuchen, statt auf diesen Safelines rumzudümpeln wie ich. Aber nun gut, hab viel gelernt und das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video.